Wetter ist schön, Stimmung ist gut. Gibt eigentlich auch nichts, wo wir negativ zu vermelden haben. Das Personal ergibt sich auch zwangsläufig. Der Eli ist noch nicht ganz so weit, hat heute nochmal hoffentlich dann endgültig seine abschließende Untersuchung, dass er dann wirklich ins Mannschaftstraining wieder einsteigen kann, sodass er natürlich noch für Schalke kein Thema ist. Mike Franz denken wir auch, dass es jetzt langsam dahin geht, dass er wieder zurückkommt, zur Mannschaft stößt. Also ich denke, in der nächsten Woche hoffentlich für ihn. Almog ist gesperrt, Albert ist auch klar. Also von daher das übliche Programm, 3-4 Spieler nicht dabei. Ich denke, es gibt wenig Grund, was zu verändern zu den letzten Wochen, von den Abläufen her, von der Aufstellung her, denke ich, bis auf vielleicht ein, zwei Positionen, wie immer, die man sich vor jedem Spiel die Frage stellt, was am besten passt. Ergibt sich da auch sehr vieles raus aus den letzten Spielen und Ergebnissen. Dass wir natürlich gerne, jetzt mal unabhängig davon, dass wir, ob wir nun den 5. Sieg in Folge einfahren können oder wollen, dass wir nichtsdestotrotz natürlich ungeschlagen bleiben wollen, das brauche ich nicht zu betonen. Ja, das ist das Ziel. Wir wollen natürlich weiter punkten, wollen weiter diese positive Aufmerksamkeit, die sich ja so langsam auch über den Club ausbreitet, wollen wir natürlich auch nutzen, um Werbung zu betreiben für den 1. FC Nürnberg. Und ich glaube, ein besseres Spiel als bei Schalke, das zu machen, bietet sich da gar nicht an im Moment. Also von daher fahren wir optimistisch nach Schalke. Und wie schwer der Gegner einzuschätzen ist, das sieht man an den letzten Wochen. Ja, ich glaube, in Gladbach haben sie richtig schlecht gespielt. So schlecht habe ich sie lange nicht gesehen. Aber ich weiß natürlich, wie der Felix darauf reagiert auf so ein Spiel, dass wir da uns darauf einstellen sollten, dass wir sie daran messen, wie sie gegen Freiburg zu Hause gespielt haben. Da waren sie die absolut tunangebende Mannschaft. Viel zu knapp gewonnen. Das 1-0 hätte auch deutlich höher sein können. Oder auch in Valencia, insbesondere zweite Halbzeit. Ich glaube, da hat die Mannschaft gezeigt, welches Potenzial sie hat. Und daran, wisst ihr ja auch mittlerweile, messe ich den Gegner nicht an den schwachen Leistungen, sondern an den guten Leistungen. Und das Pokalspiel haben wir natürlich vor Augen. Wenn wir jetzt daraus eine Revanche machen wollen, können wir uns dagegen nicht wehren. Aber das war ein anderer Wettbewerb. Ja, das sehe ich nicht so. Morgen geht es darum, Schalke auf Distanz zu halten, oder Samstag Schalke auf Distanz zu halten. Vielleicht den einstelligen Tabellenplatz schon abzusichern, auch wenn es noch viele Spiele sind. Aber das sind so kleine Ziele, die wir uns jetzt setzen. Und das große Ziel sind die 22 Punkte der Rückrunde zu erreichen. Wenn wir da wieder was auf unser Punktekonto einfahren können am Wochenende, ja, dann sind wir ein Stückchen weiter.